Mein Name ist Matthias Bartholomä von der Easy Energy, bin dort in der Geschäftsleitung mit tätig. Seit fast 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema erneuerbare Energien. Ich weiß jetzt nicht, weshalb Sie hier sind, was Sie hier interessiert. Für mich ist das Thema interessant unter dem Aspekt letztendlich die Ökologie. Will nicht, dann machen wir den hier. Ich nehme das Aster. Passt auch so. Letztendlich, ich will auf das Thema nicht weiter eingehen, verbrauchen wir 1,5 Planeten im Moment für Energie, für Rohstoffe. Wir leben auf Pump gegenüber unseren Nachkommen. Ökonomie ist im klassischen Einfamilienhaus. Ist es letztendlich so, dass der Großteil der Energie für Wärme verwendet wird und nicht für Strom. Das ist jetzt ein Bestandsbau, im Neubau wird sich das natürlich deutlich verschieben. Und auch wenn hier steht Warmwasser nur 12%, ist im Neubau natürlich Warmwasser 30-40%, wenigstens je nach Baustandard. Was auch interessant ist, ist letztendlich die Autarkie, die Unabhängigkeit, die wir erreichen wollen, die jeder für sich erreichen will, aber auch in größeren Objekten, in Betrieben, die sagen, wir müssen unabhängiger werden, wie wir es auch soeben schon gehört haben. Und das Schöne ist, die drei Themen wachsen immer mehr zusammen. Wie ich mich anfing, mit dem Thema zu beschäftigen, waren es die Überzeugungstäter, die vor 20 Jahren sich eine Solarthermieanlage aufs Dach geknallt haben. Da war wichtig, überhaupt was in der Richtung zu machen. Heute sind wir einen ganzen Schritt weiter. Ich darf Ihnen mal zwei Beispiele zeigen. Was wir heute so machen, das ist ein Einfamilienhaus aus den 70er, 80er Jahren. Wir sind dorthin gekommen, Hausbesitzer hat schon die Photovoltaikanlage auf dem Dach gehabt, hat bis dato mit Holz und Öl geheizt und will jetzt seinen Eigenverbrauch erhöhen, will eine Wärmepumpe. Das so. Haben wir uns hier schon kritisch angeschaut, weil es Bestandsbau ist mit Heizkörper, funktioniert aber einwandfrei. Das Zusammenspiel sehen Sie hier, das ist letztendlich die gelbe Kurve ist Gesamt-PV-Ertrag. Das grüne Bereich ist der Eigenbedarf, vorrangig für die Wärmepumpe. Links, rechts etwas rot noch, das ist der fremde Netzbezug. Man sieht an dem Tag, ein sonniger Tag im Februar, einen schönen Ertrag, Stromertrag, was Richtung Autarkie geht, aber auch die vermiedene CO2-Emissionen. Jetzt kann man sagen, das ist ein schöner sonniger Tag, ganz klar, schöner PV-Ertrag. Wie sieht es im Jahresschnitt aus? Auch das kann man immer aufzeigen, ist auch für jeden einsehbar. Das sind keine Geheimnisse, die wir irgendwo haben, sondern das ist das, was der Kunde sieht. Wir können also nicht irgendwas versprechen, was wir nicht halten können. Ganz klar sieht man, Januar, Dezember, vielleicht auch November, ein relativ hoher Fremdbezug, aber letztendlich erreicht dieses Gebäude einen Autarkiegrad von nahe 50% Jahr über für Haushaltsstrom und Heizstrom. Wie machen wir die ganze Geschichte? Standardmäßig, was am Markt bekannt ist, die Wärmepumpe erhält ein analoges Signal vom Datenlogger oder vom Wechselrichter, und wird ein oder mehrere Relaiseingänge angesteuert. Es wird nicht berücksichtigt, was wird im Moment im Haus verbraucht. Deckt es überhaupt den gesamten Strom für die Wärmepumpe, sondern die rennt los und macht irgendwas. Man kann aber auch einen Schritt weiter gehen. Auch klassisch vom System her wieder, Photovoltaik, Anlage auf dem Dach, Wechselrichter und jetzt ist hier das Solarlog dazwischen geschaltet. Der Solarlog ist ein Gerät für Monitoring von Photovoltaikanlagen, aber auch für Eigenverbrauchsmanager. Und hier der Solarlog und der Navigator, die Regelung von der Wärmepumpe, die greifen ineinander. Die tauschen die Datensätze aus, sodass die PV-Anlage weiß, was braucht meine Wärmepumpe und die Wärmepumpe weiß, was kann mir die Photovoltaikanlage liefern. Unter Berücksichtigung des Haushaltsstroms. Das
wird also nur das nachher an die Wärmepumpe abgegeben, was im Moment im Haushalt nicht gebraucht wird. Wie gesagt, der Solarlog überwacht die fehlerfreie Funktion der Photovoltaikanlage. Er berücksichtigt aber auch Wetterdatensätze, gibt die auch an die Wärmepumpe weiter, sodass auch hier reagiert werden kann, wie wird das Wetter, es soll sie nur mal ihr Soll erfüllen, das will ja jeder warm haben zu Hause, warm Wasser haben und wartet mal, wie wird das Wetter, ich kann noch einen Pufferspeicher etwas aufheizen, ich kann eine Fußbodenheizung noch ein paar Grad reinschieben, wie auch immer, wie eben das gesamte Anlagenkonzept aussieht. Das ist jetzt eine Anlage, die wurde 2014 errichtet. Das ist jetzt ein Neubau, Photovoltaikanlage, Ost-West-Anlage, auch eine modulierende Wärmepumpe. Sie sehen auf dem Bild, das ist das Einzige, was innen steht, der Hygienespeicher, die Inneneinheit der Wärmepumpe. Mehr sehen Sie innen nicht. Und bei diesem Gebäude auch wieder eine Tagesübersicht vom März letzten Jahres. Anfang des Tages passiert noch gar nicht. Irgendwann um 6 Uhr scheinen die Leute dort aufzustehen. Also genau, ich weiß nicht, was die treiben. So genau wissen wir es Gott sei Dank nicht. Es sackt dann irgendwann um 8 Uhr ab, weil alle geduscht haben, weil soweit Brauchwasserspeicher gefüllt ist. Und dann kommt die Sonne raus, wieder die gelbe Kurve. Und es arbeitet sich die Wärmepumpe wieder hoch. Und bei dieser Grafik sehen Sie nämlich zusätzlich noch die blaue Linie, das ist der Verbrauch der Wärmepumpe. Tagsüber, es arbeitet schön mit, gegen Spätnachmittag ist soweit Pufferspeicher gefüllt, geht scheint so noch irgendwann 17, 18 Uhr nochmal auf Vorratsladung. Und dann aber hinten raus sehen Sie zwar noch rote Felder, also mit Netzbezug, aber die blaue Linie ist unten. Der Wärmebedarf wird jetzt rein aus dem Pufferspeicher gedeckt, der gefüllt wurde mit PV-Energie. Ich habe in dem Fall jetzt noch eine zweite Kurve reingenommen, und zwar vom 20.03., weil da so eine schöne Delle drin ist, vormittags circa 11 Uhr. Das war die Sonnenfinsternis. Aber man sieht sehr schön, wie sofort auch die Wärmepumpe reagiert, wie sie in der Leistung runterfährt, bis sie dann nachher wieder ansteigt. Auch hier mittags steigt der grüne Feld steigt hoch, vermutlich wurde da gekocht, aber damit man nicht in Fremdbezug kommt, regelt die Wärmepumpe sofort runter. Weiter hinten geht es noch mal ein paar Mal Vorrangleitung, Mittag 14 Uhr, vielleicht ist Kaffee gekocht worden, ich weiß es nicht. Aber auch hier wieder hinten raus kein Wärmebezug von der Wärmepumpe, sondern alles aus dem Pufferspeicher heraus. Wie sieht die Anlage im Jahresschnitt aus? Noch dafür, dass es ein Neubau ist, im verhältnismäßig höheren Anteil Fremdbezug. Dazu kommt eben nicht die optimale Ausrichtung der Photovoltaikanlage, hat dort ein paar Verschattungen auch und vermutlich auch, dass der Bau eventuell noch ausgetrocknet werden musste. Hier im Januar, Februar, November, Dezember relativ hohen Fremdbezug. Aber auch diese Familie kommt auf nahezu 40% Energieautarkie für Haushaltsstrom und für Wärmepumpe. Das waren jetzt zwei Beispiele mit kleinen Anlagen fürs Einfamilienhaus. Lässt sich natürlich auch mit größeren Anlagen realisieren. Wir sind hier im Bereich tätig vom 5 kW bis 700 kW, sei es Luft, sei es Sohle, sei es Wasser. Also auch für Industrieanlagen ist sowas durchaus denkbar. Und vorhin wurde es mal angesprochen, natürlich auch kühlen, heizen, beziehungsweise im Gewerbe oftmals gefordert, kühlen und heizen gleichzeitig. Jetzt hat sich der Hersteller dieser Wärmepumpen, IDM, kurz von den Leistungszahlen doch zu den besseren, zu den im oberen Bereich angesiedelten Firmen, hat sich gesagt, sollen wir noch mal irgendwo am Verdichter was drehen, sollen wir am Kondensator was machen, dass wir irgendwo noch mal 0,1 Jahresarbeitszahl rausholen. Hat das im Moment zurückgestellt, sondern ging die Richtung, was kann ich mit der Regelung machen? Wie kann ich die verfeinern? Wie kann ich eine saubere Einzelraumregelung
auf die Wärmepumpenregelung aufsatteln. Und so ist es heute möglich für den Kunden zu sagen, er kann die Zeit definieren, in welche Temperaturen in welchem Raum herrschen sollen. Also in der guten Stube, Komfortbereich, soll es 21 bis 23 Grad haben. Im Nebenraum 17 bis 23 Grad. Und die Spanne kommt es daher, wenn man sagt, 21 Grad ist das Soll. Das will ich einfach haben in der Stube, wenn ich vor dem Fernseher sitze, wenn ich ein Buch lese. Wenn aber genügend Photovoltaikstrom da ist, dann darf es ruhig etwas weiter aufheizen. Vor allem auch tagsüber, dass wenn ich abends heimkomme, dass die Stube warm ist, um eben auch hier wieder den kostenlosen Photovoltaikstrom in Form von Wärme in der Fußbodenheizung im Baukörper zu speichern. Der Nebenraum, wo auf normal steht, 17 bis 23 Grad, nutzen wir es doch, wenn die Wärme da ist, kostenlos, über den PV-Strom. Dann schieben Sie es dort rein. Dann hat er eben keine 17 Grad, sondern auch mal 23 Grad. Hauptsache, die Energie ist im Haus drin. So lässt sich auch hier einiges noch verfeinern. Sicher heizen auch wir in unsere 800 Quadratmeter Büro mit zwei 24 kW Wärmepumpen, jeweils zweistufig, und werden genauso angesteuert, wie Sie es vorher gesehen haben. Ein drittes Beispiel brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr zeigen. Hier ist es machbar, wir können euch auch im Sommer über die Fußbodenheizung kühlen. Gut, und es liegt an jedem Einzelnen, es liegt an Ihnen, an uns, die Energiewende voranzutreiben. Packen wir es an mit solchen Veranstaltungen, wie sie hier stattfinden. Auch unter dem Aspekt Ökologie, Ökonomie und Autarkie, die ineinander greifen. Und ich habe jetzt ein bisschen aufs Gas gedrückt, sie ist 20 Minuten, nach einer Viertelstunde habe ich es geschafft. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, gerne, mein Kollege Klaus Langner ist auch da, wir sind auch noch hinten. Und ansonsten gerne für Sie da.